Hallo lieber Löwe und willkommen zu deiner Tarot-Wochenlegung für den Zeitraum vom 31. Juli bis 6. August, also in etwa die erste Woche im August. Ich bin Daniela und das hier ist eine ganz allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Und diese allgemeinen Legungen, die passen natürlich nicht für jeden. Von dem her darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und ich beginne hier wieder mit einer Karte für das Feuerelement. Wir schauen in die übergreifende Energie, die eben in den Feuerzeichen liegt. Und das sind der Schütze, der Löwe und der Widder. Und ich habe hier Horus, das kosmische Tor, und er sagt, deine Gedanken sind magnetisch und kraftvoll und dass wundersame Veränderungen in deinem Leben auftauchen können. Das heißt, bei den Feuerzeichen ist es eben ganz wichtig, dass sie sich bewusst sind, dass ihre Gedanken sehr viel Kraft haben und dass sie mit ihren Gedanken sehr wohl Positives manifestieren können, als auch die Dinge verkomplizieren können. Ja, also manchmal, wenn wir vom Geistigen her, vom Kopf her uns in Blockaden verstricken, Bedenken haben, Zweifel haben und diese Zweifel und Ängste und destruktiven Energien in uns nähren, dann schafft das eben meistens auch im Außen verkomplizierte Situationen. Und von dem her sagt der Horus, deine Gedanken sind kraftvoll und magnetisch. Also du kannst dir deine Gedanken vorstellen wie so Magnete, die eben sowohl das Gute als auch das etwas Schwierige in dein Leben ziehen können. Und dann schaue ich für den Löwen tiefer hinein in diese Energie von Horus. Und die Mondkarten sagen, erwarte eine kraftvolle Veränderung. Und das ist ja immer etwas ganz Spannendes. Und es mag sein, dass du diese Veränderung durch dein Denken magnetisch anziehst. Ja? Horus sagt ja, deine Gedanken sind magnetisch und kraftvoll und dass wundersame Veränderungen geschehen können. Und dann kommt die Mondkarte, die sagt, erwarte eine kraftvolle Veränderung, ja, das hört sich hier auch sehr, sehr positiv an. Von dem her schauen wir weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Wir haben hier die Kunst. Und das ist wiederum auch diese Karte, die immer sagt, dass du die Kraft hast, das Unmögliche möglich zu machen. Die Sechs der Kelche, der Genuss. Und die Ausgleichung. Also hier kommt auch nochmal ein neues Gleichgewicht, eine neue Klarheit, eine neue Balance in dir. Ja, du hast hier eigentlich auch wieder so Karten, die sagen, dass das Unmögliche möglich werden kann, dass sich Gegensätze vereinen. Ja, vielleicht findest du auch einfach nur in dir ein neues Gleichgewicht und auch du gehst auf eine Reise. Ja, und wenn wir auf eine Reise gehen, dann ist es immer wichtig zu schauen, wie viel Gepäck schleppe ich mit? Was lasse ich zurück? Ja, was kann ich vielleicht später auch noch abholen und habe ich vielleicht nur ein kleines Köfferchen? Es ist so, dass diese Veränderung, ja, die fühlt sich sehr positiv an. Ja, sie verändert sich etwas zum Positiven und das ist was, das wird dir gefallen, das wirst du genießen, da wirst du Freude dran haben und diese gute Energie berührt nicht nur dich, sondern auch die Menschen um dich herum und auch dein ganzes Umfeld. Ja, wenn du gut drauf bist, eine gute Energie verkörperst, Freude in dir hast, das Leben genießt, dann strahlt diese gute Energie auch auf dein Umfeld aus, ja, auf die Familie, auf die Arbeit, auf die Freunde. Und du kannst
noch nicht genau sehen, wohin diese Reise führt, weil der Weg hier ein Stück weit noch im Dunkeln liegt. Das heißt, du gehst so stückchenweise vorwärts. Aber wenn die Energie so positiv ist, ja, dann schafft das auch so viel Zuversicht, dass man sich hierüber keine Gedanken machen muss. Dann geht man einfach den Weg und genießt es, sich vorwärts zu bewegen und sich auf jedem Schritt wieder ein bisschen überraschen zu lassen. Und das bringt dich hier einfach in ein neues Gleichgewicht und in eine neue Klarheit. Der König der Schwerter, der sitzt immer oben auf dem Berg und schaut nach unten und hat so eine gewisse Erhabenheit und Ruhe in sich, eine gewisse Klarheit in sich und der schaut in Ruhe auf die Dinge, der lässt geschehen, was geschehen darf, was geschehen soll. Und der König der Schwerter, der ist sich einfach auch drüber im Klaren, wie magnetisch seine Gedanken sind. Und das ist eben auch der Grund, warum er hier bei diesem Schritt des Weges, wo er durch die Mondnacht geht, nicht ins Zweifeln verfällt, sondern einfach in der Zuversicht bleibt, ja, sich auf das Gleichgewicht konzentriert. Und ja, es ist eine ganz verheißungsvolle und eine überraschungsvolle Energie hier für den Löwen in der ersten Augustwoche. Und das kann sich in allen Lebensbereichen ausdrücken. Ja, also ich sehe, hier verändert sich etwas zum Positiven und du darfst einfach im Vertrauen bleiben, nicht in die Zweifel fallen. Ja, und die Reise genießen. Genieß die Reise, das ist deine Botschaft. Zum Abschluss dieser Legung ziehe ich auch für dich noch eine Orakelkarte. Soma. Ich wähle weiche Wege. Ja, das ist das. Also wähle weiche Wege, wähle einfache Wege, wähle angenehme Transportmittel. Ja, schau, dass es leicht ist, dass du es genießen kannst. Und wenn du dich gedanklich auch schon auf diese Leichtigkeit ausrichtest, auf dieses sanfte, milde Vorangehen, dann wirst du sehen, dass die Reise hier auch eine sehr milde und weiche Qualität in sich hat. Ja, lieber Löwe, das sind deine Karten für diese erste Woche im August. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe.